mein Gott, jetzt habe ich es, Gott sei Dank habe ich es geschafft, ich war in Polizeikontrollen, ich war im Stau, jetzt bin ich draußen noch mit so einer Frau zusammengerannt, in einem grünen Janker. Bums hat es gemacht. Und dann ist mir plötzlich eingefallen, woher ich eigentlich komme. Ursprünglich komme ich ja aus Kreiling. Kreiling bei München. Gell? Und das, da war damals so ein kleiner, verschlafener Ort. Und wie ich damals groß geworden bin in Kreiling, wie ich aufgewachsen bin, da war das, da hat mich die daran erinnert, politisch sehr, wie sage ich denn, sehr einschichtig. Also von der Parteienvielfalt her gesehen. Hat sich das nicht wesentlich von der damaligen DDR unterschieden? Es hat nur eine Partei gegeben, nur CSU, eh klar, nur 99,9999, einen alten Sozi hat es gegeben. Einen alten, wackeren Sozialdemokraten, der hat sein Leben lang tapfer durchgehalten gegen alle anderen. Aber wie er dann alt war und es ist auf Sterben zugegangen, hat er einen Pfarrer holen lassen und hat gesagt, er möchte in die CSU übertreten. Und dann hat der Pfarrer gesagt, geh alles, was möchtest denn, das rentiert sich doch jetzt auch nicht mehr. Doch, hat er gesagt, es ist besser, wenn einer von denen stirbt. Also, ja, aber das ist ja meine ganze Familie, das waren alles CSUler, gell, alles, und da wird man natürlich in der Pubertät, damals in der Hippie-Zeit und so, da ist man gegen alles. Später stellt man fest, das hat ja jeder in seinem Herzen, auch wenn er SPD will, also so ein kleines CSU-Nesterl drin, gell. Das, man hat von allem ein Nesterl, man gibt es bloß nicht zu, aber damals auf jeden Fall war ich ganz dagegen und dann habe ich eine kommunistische Phase gehabt. Eine ganz harte kommunistische Phase, die hat ungefähr 8 Wochen gedauert. Und dann habe ich gesagt, ich gehe in die Politik. Ist mir aber dann doch zu anstrengend vorgekommen, habe ich gesagt, nein, ich heirate einen Politiker, dann kann ich so übers Ehebett so indirekt Einfluss auf die Weltpolitik nehmen, irgendwie so. Und dann habe ich mir vorgestellt, also den haben ja alle verehrt, damals Che Guevara. Ja, den kämpferischen Che mit seinen schwarzen Augen, das war ein Schnittchen, ja? Wahnsinn. Das war so der politische Antonio Banderas damals. Gell? Also, Che Guevara, das ging aber nicht, weil den haben sie erschossen, der war ja dann tot. Dann habe ich mir gedacht, gut, dann Fidel Castro. Ja, der war ja damals noch jünger auch. Gell? Also Fidel Castro. Und dann hätte der aber natürlich, wenn der mich geheiratet hätte, ist ganz klar, weil ich so emanzipiert bin, gell, hätte der natürlich, wenn er mich geheiratet hätte, meinen Namen annehmen müssen, dann hätte er Fidel Fitz geheißen. Kleiner Witz, gell. Da klingt, da wäre es gleich vorbei gewesen mit der Revolution, du. Klingt wie ein Zitterspieler aus Vilsbiburg, du. Fidel Fitz. Ja, aber ich hab eine kleine Geschichte für euch zum Abschluss, bevor ich mich mit einem Lied dann endgültig von euch verabschiede. Und zwar eine Geschichte, nehmt sie bitte mit nach Hause. Es ist ganz extrem wichtig für eure Zukunft, für die nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre, vielleicht für euer ganzes Leben. Die Geschichte erzählen wir uns in unserer Familie seit 3 Generationen weiter. Und sie heißt, was ist Politik? Ein kleiner Bub fragt seinen Vater, Papa, was ist eigentlich Politik? Sagt der Vater, ja, das ist ganz einfach, ich erkläre das, mein Sohn. Also ich bringe das Geld nach Hause, ich bin quasi der Kapitalismus. Und deine Mutter, die verwaltet das Geld, die ist die Regierung. Der Opa passt auf, dass alles seine Ordnung hat, der ist die Gewerkschaft. Und die Anna, ja, unser Dienstmädchen, das ist quasi die Arbeiterklasse. Und weil wir alle nur eins im Sinn haben, dein Wohl, folglich bist du das Volk. Und dein kleiner Bruder, der noch in den Windeln liegt, der ist die Zukunft. Hast du das verstanden, mein Sohn? Ja. Gut, sagt er, dann gehst du jetzt ins Bett, schlafst nochmal drüber, morgen reden wir weiter. Der Bub geht ins Bett, schlaft ein, hat wirre Träume und in der Nacht wird er aus dem Schlaf gerissen von einem fürchterlichen Lärm, weil sein kleiner Bruder in die Windeln gemacht hat und fürchterlich schreit. Und weil er nicht weiß, was er machen soll, geht er halt erstes ins Elternschlafzimmer, da liegt aber nur die Mutter und er kriegt sie nicht wach, vielleicht hat er Schlaftabletten genommen, er kriegt sie nicht wach, also geht er als nächstes ins Zimmer vom Dienstmädchen, wo sich gerade der Vater mit derselben aufs Heftigste vergnügt, während der Opa heimlich zum Fenster reinschaut. Alle drei so mit sich beschäftigt, dass sie den kleinen Buben gar nicht wahrnehmen, der halt unverrichteter Dinge wieder in sein Bett geht. Und am nächsten Morgen beim Frühstück fragt der Vater seinen Buben so, mein Junge, kannst du mir jetzt mit eigenen Worten erklären, was Politik ist? Ja, sagt er, kann ich. Der Kapitalismus missbraucht die Arbeiterklasse
die Gewerkschaft schaut dabei zu, während die Regierung schläft. Das Volk wird vollkommen ignoriert und die Zukunft liegt in der Scheiße. Das ist Politik.